die Leitstelle Köln. Schönen guten Tag. Ja, hallo, hier ist Clara Neumann. Wir hatten gerade einen Unfall gehabt auf der A4. Kommen Sie bitte schnell. Mein Freund Neumann, wo genau sind Sie jetzt? Ich bin auf der A4 Richtung, in der Höhe von Wesseling. Frau Neumann, was genau ist passiert? Wir hatten einen ganz schrecklichen Auffahrunfall. Kommen Sie bitte schnell. Frau Neumann, Hilfe ist unterwegs. Bitte bleiben Sie ruhig. Kurz darauf treffen die Polizisten an der Unfallstelle ein und sichern diese ab. Da das Rettungsteam noch nicht vor Ort ist, kümmern sie sich um die Verletzten. Ihnen geht's soweit gut? Ja, mir geht's soweit gut. Ist ja ansprechbar, ist er, ne, soweit? Ja. Gut, ist sofort unterwegs. Wie geht's Ihnen? Sind Sie verletzt? Sie waren total im Arsch. Sie waren alleine in dem Auto? Der ist mir voll hinten reingefahren, der Idiot. Oh. Sie sind aber alleine in dem Auto ich gewesen, bin alleine, ne? Gewesen. Okay, alles klar. Bei Ihnen geht's soweit, ja? Ja, nur okay. Mein Auto. Ja. Ja gut, das Auto ist jetzt erstmal zweitrangig. Jetzt geht's hier um die Verletzten. Nein, ich bin nicht verletzt. Okay, gut, dann müssen wir. Sie waren soweit okay, ne? Gut, dann müssen wir uns mit ihm. Ja, Jonas kommt auch gerade, sehe ich. Ja, die Fahrzeugführerin aus dem vorderen PKW hat uns mitgeteilt, dass der Hinterfahrende stark gedrängelt hat. Das ist natürlich eine häufige Unfallursache, die ja oft zu schweren Unfällen führt. Sagst du denn schon mal Bescheid, was genau? Ja. Verletzte Person. Bein ist steckt irgendwas drin, was ich jetzt gar nicht richtig sehen kann, was das ist. Pass auf, kommst du hier rum? Ich gehe mal auf die andere Seite. Die Rest müssen nur leicht verletzt sein. Hier ist. Hallo? Was passiert? Der Airbag ist auf jeden Fall schon mal ausgelöst. Mein Bein. Ja. Es tut weh. Wir haben auch noch mal schön Fraktur. Was hast du? Sickert ein bisschen. Okay, warte mal. Bis die Notärztin am Unfallort eintrifft, stabilisieren die Sanitäter den Mann. Noch ist unklar, warum er mit hoher Geschwindigkeit aufgefahren ist. In Ruhe, ne? Dann wissen wir haben hier eine schwer verletzte Person augenscheinlich und ja, jedenfalls zwei leicht verletzte. Genau. Okay. Ich komme. Wie heißen Sie denn? Hallo. Hallo, guten Tag. Also er muss wohl. Dr. Martin, so mein Name, ich bin hier Notärztin. Wir kümmern uns War ist weiterhin ansprechbar, also war sofort ansprechbar. Er muss wohl hier irgendwie, ist hier diesen Reifen nach vorne geknallt. Ja. Er hat da eine offene Oberschenkelfraktur. Okay. Das sickert ein bisschen, das blutet nicht stark. Nicht so doll, ne? Genau. Außer im Oberschenkel. Haben Sie sonst akut Schmerzen gerade? Ich mache Zugang, bereite ich vor. Ja. Zugang vorbereiten und guck mal, ob du da. Ja. Wie war nochmal Ihr Name? Was hatten Sie gerade gesagt? Daniel, tut irgendwas noch sonst weh, außer den Oberschenkel, der Kopf ist. Okay. Also die Kollegen hatten schon Stiffneck, also so eine Halskrause zur Stabilisierung angelegt. Führend war wohl die Schmerzen am Oberschenkel. Man hat gesehen, es war ein offener Bruch, das heißt Blut, viel Blut. Man sah auch Knochen, der gebrochen war. Sonst noch leichte Verbrennung an der Hand, das kommt meistens vom Airbag, wenn das aufgeht. Und eine leichte Platzwunde an der Augenbraue von diesem Reifen, der als Wurfgeschoss ihn da gestreift hat. Kriegst jetzt gleich einen, der Kollege piekst dich machst da drüben du da einmal, ne? Zugang fest. Ich stau und dann bekommst hier du da, bekommst du da gleich einmal ein Schmerzmittel. Ja? Alles den klar. Kopf am besten nicht so doll bewegen. Aha. Das Schmerzmittel kann so ein bisschen schummrig werden, mal es ist ein bisschen stärker. Ja, aber dann gehen die Schmerzen schon mal weg und dann gucken wir, dass wir dich hier rausbekommen. Aha. Währenddessen höre ich mal kurz auf die Lunge. Hast du? Ja, habe ich. Aber Luft bekommst du ganz gut, ja? Ja. Okay. Mein Bein. Okay. Ja, das wird gleich besser. Sobald der Zugang liegt, du die Schmerzmittel kriegst, wird das alles gut. Wie schnell sind Sie denn gewesen? Ja, hier darf man 100. Ja. Ich war 100. 100. Ja. Und dann war er so nah, dass Sie auch noch die Scheinwerfer. Erst hat er gedrängelt und mit der Lichthupe gemacht. Und dann habe ich hinterher, ich habe echt gedacht, der steht mir gleich im Kofferraum. Und kurz drauf sah ich nur diesen Anhänger da hinten schwanken und dann hat er doch schon geknallt. Merkwürdig ist das allerdings. Denn wenn Sie jetzt die gleiche Geschwindigkeit behalten haben und er draufgefahren ist, muss ja irgendwas passiert sein. Das kann doch nicht normal sein. Ja, ich habe keine Ahnung. Also, oder haben Sie gebremst? Dass ich habe nicht gebremst. Ich bin ganz normal gefahren und er hat mich hier genötigt die ganze Zeit. Aber so schnell bin ich gar nicht auf die andere Spur gekommen. Ja. Davon ganz abgesehen darf man mit so einem Anhänger überhaupt nicht so schnell fahren. Ich weiß auch gar nicht, was der auf der linken Spur gemacht hat. Die Beifahrer habe ich bei euch ins Auto gesetzt. Dann müssen wir die mal befragen, was denn ich wollte eher einen Bitten von euch, dass er dabei bleibt. Dann machen wir jetzt so. Ja. Von 1 Die Autobahnpolizisten wollen nun die Beifahrerin des Unfallverursachers befragen. Dabei erfahren sie eine entscheidende Neuigkeit. Erzählen Sie noch mal, wie ist es zum Unfall gekommen? Das ist mir jetzt noch nicht ganz klar. Ja, also sie fuhr vor uns und auch ziemlich langsam und dann auf der linken Spur. Und
Ja, wir sind ein bisschen aufgefahren, oder? Hat mein Freund. Ja, aber hat sie denn plötzlich abgebremst? Ich würde sagen, sonst würde es doch nicht passieren. Ich meine, wenn sie nicht bremst und sie normal, dann kann ja kein Unfall passieren eigentlich. Das habe ich irgendwie nicht so genau mitbekommen. Darf ich kurz aber davon hinweisen? Wie kommt der Reifen bei Ihnen in den Kofferraum? Ist das alleine oder? Der Anhänger war nicht gesichert. Also Sie haben auf dem Anhänger Reifen transportiert? Ja. Und die war nicht gesichert? Okay. Nicht gesichert gewesen zu sein, ne? Also ich befrage jetzt nochmal die Fahrer. Also wir müssen das mal klären. Irgendwie muss der Unfall ja passiert sein. Also entweder haben Sie gebremst oder es ist irgendwas anderes. Weil so passiert der Unfall nicht. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Der hat die ganze Zeit von hinten gedrängelt. Auf einmal hat die Karre hinten angefangen zu schlingern und dann war er drinne. Ich habe nicht gebremst, dann wären da hier auch Bremsstreifen, oder? Ja, müssen wir dann mal schauen, ob wir was finden. Keine Ahnung. Kann nicht sein, dass ich das jetzt schuld bin, weil der Idiot mir hinten reingefahren versuchen jetzt noch mal, wir versuchen jetzt noch mal eben den Fahrer, was war das jetzt? Den Fahrer zu befragen. Die Beifahrerin muss dann, die hat er doch mitgekriegt, dass der mich da bedrängelt hat. Dass sie langsam gefahren wären und immer viel zu langsam. Ich bin nicht langsam gefahren, ich bin 100 gefahren, hier ist 100. Ich habe einen Wagen überholt und dann bin ich auch auf der linken Spur. Und dann braucht man vielleicht auch mal einen Moment, um auf die rechte Spur wieder einzufädeln. Ja, und dann fährt diese Knalltüte mir von hinten rein. Naja, ich versuche mal. Guck sich mein Auto an. Ich versuche ihn mal zu befragen, ob er irgendwas dazu sagen kann. Weil normal ist das nicht so. Nee, ist auch nicht normal. Der verletzte Fahrer stützt die Angabe seiner Freundin. Da Aussage gegen Aussage steht, müssen Wolfgang Tewes und Jörn Larsen nach anderen Hinweisen auf den Unfallhergang suchen. Diesen Reifen, das ist ja auch, ne? Ladung nicht gesichert. Ne? Da sieht man, was passieren kann, wenn die nicht gesichert sind. So, durch den Fenster. Okay. Aber wir schauen mal, ob wir irgendwelche Bremsspuren noch irgendwo sichern können, weil irgendwas muss ja zu finden sein. Habt ihr gesehen, da liegt noch ein Reifen auf der anderen Seite? Nein. Nee, haben wir noch nicht. Ja. Deswegen hupen die auch immer die ganze Zeit, ne? Ja. Oh, das ist jetzt nicht gut. Kannst du mal eine Kelle nehmen und da runter und dann mal eben kurz... Ich hätte tot sein können, wenn so ein Ding durch mein Auto geflogen wäre. Erst heißt es, ich bin entschuldigt, ich hätte gebremst. Dann fliegen Reifen durch die Gegend. Vielleicht kriegt er den mal am Arsch. Beruhigen Sie mich, wir werden das mal alles klären. Also kein Problem. So. Kannst du mal ein Stück nehmen? Sicher nicht. So, jetzt beruhigen Sie sich noch mal. Der kann doch nicht angehen, dass er seine Ladung nicht sichert. Ja, so, jetzt mal ruhig hier. Kommen Sie mal wieder runter. Ja, versetzen Sie sich doch mal in meine Lage. Mir geht der Art auf Grundeis mittlerweile. Nur wir werden das schon. So, alles klar. Gut. Gut. Ja. Können wir erstmal liegen lassen. Lernen, genau. Ja, hoffe ich. Doch. Ja. Polizei, dein Freund und Helfer. Daniel? Kerschrettung? Nee. Okay, Daniel? Ja, wir müssen ihn rausholen, Leute. Ist jetzt egal. Einfach weglassen. Einmal raus. Also, wir können momentan jetzt nicht. Nee, am besten einmal nur aus dem Weg. Okay, dann warten wir ab. Und dann einmal die Trage ran hier. Nachdem die Notärztin dem Mann ein Schmerzmittel verabreicht hat, holen ihn die Retter aus dem Auto. Doch dann klagt er plötzlich über neue Symptome. Alles soweit okay, ja? War eben einmal kurz schummrig. Aber gerade geht's. Ja, okay. Dann. Ja. So, wir messen jetzt einmal Blutdruck, ne? Ist wahrscheinlich einmal nur ganz kurz abgerauscht unter dem Schmerzmittel. Also der Patient, den wir vorgefunden haben, hat zum einen ein Schmerzmittel bekommen über die Vene, ein stark wirksames Schmerzmittel, weil er auch einen starken Bruch, also einen offenen Bruch am Oberschenkel hatte. Und zusätzlich auch noch Flüssigkeit über die Vene. Das wird immer standardmäßig mit angehangen. Zum einen, damit das Medikament gut im Körper verteilt wird. Zum anderen, um einem Volumenverlust entgegenzuwirken. Das heißt, der Patient verliert gegebenenfalls viel Blut über den Oberschenkel. Und man versucht, das so ein bisschen aufzufüllen, quasi, dass der Blutdruck oben bleibt, dass genug Flüssigkeit da ist. Und Schmerzen erträglich. Wir verkabeln dich jetzt noch mit den Klebern fürs EKG, dass wir sehen, wie das Herz schlägt. Und dann bringen wir dich schnellstmöglich ins Krankenhaus. Möchtest du Vorbehandlung haben? Ja, bitte. Auf jeden Fall. Notaufnahme. Frage ich mal. Nur isoliertes Beintrauma? Oder? Ich würde es eher als unklares Polytrauma, aber unklare Kopfverletzung. Mein Auge! Okay. Was ist los? Was ist los? Ich sehe nichts auf dem linken Auge. Auf einmal? Ja. Aber tut das auch weh oder ist einfach nur das? Ich sehe nichts. Alles verschwommen. Zeig mal. Alles soweit in Ordnung, Daniel? Tut das weh oder ist einfach schwarz? Oder? Ich sehe nichts, nur hell. Nur hell und dunkel. Ja. Das hast du vorher noch nicht. Nein. Das ist jetzt auf einmal neu. Ja. Okay. Ganz ruhig, Daniel, ne?
Die Sehstörung ist mehr als ungewöhnlich. Doch irgendetwas beim Unfall muss diese ausgelöst haben. Umso wichtiger ist die Aussage der Freundin. Und die verändert die Sicht auf den Unfall komplett. Irgendwie sieht er auf diesem einen Auge nichts. Also können Sie sich das erklären? Ich habe nur irgendein Licht gesehen. Wenn Sie den Kopf nicht so zu bewegen, einfach ganz ruhig zum Anschluss. Ja. Wollen wir noch mal versuchen, ob wir von ihm noch mal irgendwie was raus? Ja, erstmal vielleicht vorne die Fahrerin. Dann waren Sie irgendwas gesehen? Licht blenden oder irgendwas? Ich habe da hinten so ein paar Kinder gesehen. Aber Kinder? Ja. Kinder, aber nichts, dass irgendwie dass jemand geblendet hat oder irgendein Licht. Okay. Irgendwie nicht. Ich habe auf der Straße. Wo, Kinder, wo? Hinten irgendwo? Da hinten, so ein Stück weiter da vorne. Eigentlich kurz vor dem Unfall. Ja. Jetzt versuchen wir mal ihn nochmal. Ja, wir fragen jetzt mal ihn. Fragen ihn nochmal. Ja. Ja, können wir mal ganz kurz mal hin? Ist er soweit ansprechbar? Ja. Ihre Freundin sagte, dass irgendwas Licht blitzt oder irgendwas. Ja, was, okay. Können Sie was sagen? Grünes Licht. Grünes Licht. Am Auge. Am Auge. Und woher kam das? Können Sie sich nicht so richtig gesehen von der Seite. Das Licht, können Sie das noch irgendwie beschreiben? Oder? Das war helles, grünes Licht. Grünes Licht. Ganz schnell. Grün? Ja. Wir gucken mal, ob wir da irgendjemanden finden. Also. Genau. Dass der Fahrzeugführer uns gegenüber die Angabe gemacht hat, dass er geblendet worden sei, das kann natürlich auch eine Schutzbehauptung gewesen sein. So, in welcher Höhe sagten Sie jetzt bei den Wagen? 100 Meter. Da, wo die Kollegen stehen, und noch weiter hinter? Ja, ein Stück weiter dahinter. Ja, gucken wir mal, ob da irgendwas... Ja. Ich habe die nur aus dem Augenwinkel gesehen. Zwei oder wie viele? Oder zwei? Zwei Jungs. Fahrräder hatten dabei, glaube ich. Okay. Aber mehr habe ich nicht gesehen. Ja, gucken wir mal, ob da noch irgendwer ist, ne? Der Verdacht erhärtet sich, dass der Autofahrer kurz vor dem Unfall geblendet worden ist. Die Autobahnpolizisten suchen deshalb die möglichen Verursacher. Hallo! Einmal stehen bleiben. Ja, bleib mal stehen. Ich hoffe, die gehen nicht stiften. Was macht ihr hier? Wir stehen hier nur ein bisschen. Was? Wir stehen hier. An der Autobahn. Kann man hier. Guckt da Autos zu oder was? Ja. Jetzt hat er eben noch irgendwas in der Hand gehabt. Nee, wir haben nichts. Darf ich mal? Alles gut. Hier, andere Seite. Da hat er doch irgendwas reingesteckt. Lampe oder was? Was haben wir da Schönes? Ja, das ist ein Laserpointer. Ah, okay. Laserpointer. Lass mich raten, in grün. Ja. Grünes Licht, ne? Ja, von meinem Dad. Ja. Das ist. Dürfen Sie gar nicht haben, oder? Ja, ich weiß. Also hier sieht es aus, dass dieser Laserpointer also illegal ist. Das heißt, der hier in Deutschland gar nicht erlaubt ist. In Deutschland sind also Laserpointer nur bis 5 Milliwatt erlaubt. Und alles, was da drüber ist, ist also absolut nicht in Deutschland erlaubt. Und dieses Seil wird natürlich dann sichergestellt. Ja. Wie alt bist du? 14. Und? 14. Ja, habt ihr denn irgendwie Mist gemacht mit? Kommt man auf so eine blöde Idee? Normal hat man so ein Ding ja nicht unbedingt, oder so. Braucht man so ein Ding ja gar nicht, oder? Ja, ich hab ihn halt von meinem Dad. Ja. Hab ich aus der Schublade entwendet. Ja, und dann? Ja, und wir haben uns halt so einen kleinen Spaß erlaubt, wollten so ein bisschen so die Autos anleuchten. Ach. Spaß erlaubt? Also das ist ja wohl... Da passiert eh nie was. Ja, das, ja und hab das dann gesehen schon? Nee, was denn? Was? Ja, dann gehen wir mal hin. Wegen diesem Licht ist hier ein Unfall passiert. Ist euch das klar? Was? Ihr habt genau das Auge getroffen von dem Fahrer. Und die haben dann nur so ein bisschen rumgeleuchtet. Ja. Ich weiß nicht, wie man auf so eine blöde Idee kommen kann. Aber das ist mir ein Rätsel. Die Jugendlichen, weil sie ja schon 14 sind, sind strafmündig. Die bekommen also eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Was jetzt auf die Eltern zukommt, wahrscheinlich erstmal Schadensersatzforderungen der beiden Beteiligten. Auch die Eltern der Jugendlichen bekamen eine Anzeige. Das Augenlicht des Autofahrers konnte gerettet werden. Weil er seine Ladung nicht richtig gesichert hat, wurde auch er angezeigt.